weit mich das zurückgeworfen hat, das wird man in den kommenden Wochen sehen. Wir konnten aber dennoch eigentlich kontinuierlich durchtrainieren. Wir sind dann relativ schnell, als die Sportstätten geschlossen wurden, das war im Zuge von der Olympia-Absage. Vorher konnten wir noch mit Ausnahmegenehmigung als Kaderathleten und Olympia-Anwärter die Sportstätten nutzen. Ich glaube, das war sogar in Baden-Württemberg, wo ja mein Haupttrainingsort ist, noch ein bisschen länger möglich als hier in Hessen. Und ja, dann sind wir relativ schnell in den Wald gegangen. Mein Trainer ist da recht schnell kreativ geworden und wir haben dann da nochmal ein ordentliches Grundlagentraining gemacht. Das heißt, wir haben einfach den Trainingsaufbau so ein bisschen verschoben. Normalerweise wären wir im April schon in Höchstgeschwindigkeiten gewesen, wenn Olympische Spiele stattgefunden hätten. So haben wir bis, ich glaube, Anfang Mai Treppenläufe und Berganläufe im Wald gemacht, was natürlich, ich glaube, langfristig auf jeden Fall was bringt. Also ich konnte jetzt endlich mal meinem Körper behutsam Stabilität geben im Training und da ordentlich auftrainieren. Von daher hatte für mich die Phase erstmal nur Positives. In den letzten Wochen und Monaten konnte ich aber eben sehr, sehr gut trainieren. Klar, ein, zwei Wehwehchen gibt es immer mal, aber es war eigentlich ein relativ kontinuierliches Training möglich. Da bin ich sehr, sehr zufrieden und ich glaube auch, dass die kommenden Wettkämpfe schon recht gute Zeiten abwerfen werden. Also ich glaube, über 100 Meter bin ich deutlich stärker momentan als über 200 Meter. Da fehlt einfach noch ein bisschen die richtig scharfe Tempohärte. Die sag ich mal, diese langsamen Tempoläufe im Wald, die sind gut gewesen. Aber ich schaffe es noch nicht so ganz, das jetzt auch in Schnelligkeit auf die Bahn zu bringen. Das ist aber eine Sache, die einfach Zeit braucht. Mein letzter 200-Meter-Lauf ist jetzt ja auch mittlerweile über 3 Jahre her. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und von daher Ende Mai in Weinheim 2017. Ja, von daher freue ich mich einfach dieses Jahr die Strecke mal wieder ganz frei anzugehen, ohne da riesige Erwartungen zu haben und einfach mal wieder auch es zu lernen, diese Strecke zu laufen, weil das ist, glaube ich, auch kein Selbstläufer mit der Kurve und. Von daher generell sehe ich dieses Jahr als ganz großen Weg Richtung Tokio im nächsten Jahr einfach wegweisend, da weiter Wettkampferfahrung zu sammeln, sich kontinuierlich wieder an alte Zeiten rantasten. Ja. Und dass du eben nicht, sag ich mal, nur in Anführungszeichen mit der Leichtathletikmannschaft auf Reisen gehst, sondern da eben die komplette Bandbreite an Sport vertreten ist, du mit anderen Sportlern in Kontakt kommst, nicht nur aus deutschen Sportarten, auch international. Du lebst in einem Dorf über 2-3 Wochen gemeinsam, du isst gemeinsam. Das ist natürlich was, eine Atmosphäre, die einfach ganz, ganz besonders ist. Und das nochmal zu erleben, ist eigentlich auch mein größter Anreiz, weil ich glaube, ich konnte Rio 2016 gar nicht so genießen, wie ich es hätte vielleicht tun können, einfach weil das eine völlige Reizüberflutung damals mit 20 Jahren ist, plötzlich bei Olympischen Spielen. Und das ist eigentlich auch so eine tägliche Motivation, die ich mit ins Training nehme, die Spiele in Tokio mehr genießen zu können und da mehr draus zu ziehen. Also ich denke, bei mir ist Tokio noch ein bisschen weiter entfernt als bei Lisa vielleicht. Ich bin jetzt gerade aus der Jugend gekommen und will jetzt einfach erstmal mich weiterentwickeln und in der deutschen Spitze ankommen. Ich glaube, jetzt schon von Olympischen Spielen zu reden, ist ein bisschen hochgegriffen, ein bisschen übermotiviert. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es bei mir schon reichen würde dafür, wenn ich schon so schnell laufen würde, dass ich zu den Olympischen Spielen mitfahren könnte, aber ich setze mir da lieber kleine Ziele und wenn das eintreffen sollte, dann würde ich mich natürlich umso mehr freuen, wenn ich das dann erreiche. Es war einfach ein kleiner Nackenschlag, auf einmal anderthalb Monate auf dem Parkplatz und im Wald zu trainieren, Entschuldigung. Wo wir vorher eigentlich immer auf der Laufbahn gelaufen sind und im Kraftraum optimales Krafttraining und generell einfach sehr gut trainieren konnten. Das ging dann halt für 1-2 Monate nicht mehr. Wir mussten improvisieren auch. Haben wir auch, finde ich, ganz gut gemacht eigentlich. Diese Waldläufe und so, das war für unsere Trainingsgruppe was relativ Neues. Aber ich hoffe natürlich, dass wir da durch diese neuen Reize einfach auch vielleicht einen neuen Schritt gemacht haben oder neue Sachen, neue Fähigkeiten gelernt haben, die wir vorher so gar nicht angegriffen hätten, einfach weil es unwahrscheinlich gewesen wäre, dass wir so trainieren. Und genau, ich
verlagere mich jetzt so langsam nach Frankfurt. Ich studiere jetzt schon in Frankfurt und habe jetzt auch eine Wohnung, ein kleines Zimmer in Frankfurt. Das liegt einfach daran, dass wir jeden Tag da trainieren. Da ist die ganze Trainingsgruppe so langsam, Physiotherapeuten, alles ist in Frankfurt. Und deswegen macht es einfach von mir aus auch am meisten Sinn, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, sich selber da auch nach Frankfurt zu verlagern. Ich studiere Gymnasiallehramt, Sport und Französisch. Also uns ging es auch so, man hat endlich mal wieder die Zeit gehabt, mal Dinge einfach auszuprobieren. Mein Trainer hat beispielsweise auch alte Trainingsmittel ausgepackt, die er schon vor 10, 15 Jahren mit anderen Trainingsgruppen ausprobiert hat, mit uns aber noch nie die Zeit dafür hatte, weil man ja eigentlich nur von Höhepunkt zu Höhepunkt rast im Training. Und ich glaube, da kann echt diese Zeit jetzt mal auch was Positives haben, indem man einfach mal ausprobieren konnte und schauen konnte, hey, was schlägt bei meinen Sportlern, bei meiner Trainingsgruppe als Trainer eben noch so für Trainingsmittel an. Das Drüsenfieber hat viel, viel größeren Verwüstung hinterlassen, als wir anfangs gedacht haben. Da kamen dann ganz, ganz viele Sachen noch auf. Der Darm war komplett im Ungleichgewicht, sodass er ständig wieder krank wurde. Da waren wirklich die längste Zeit, die wir von Februar bis Mai durchtrainieren konnten, waren 3 Wochen. Dann kamen immer wieder kleine Rückschläge mit Krankheiten und sonst was. Jetzt sind wir aber, ich würde sagen, seit Mitte Mai komplett beschwerdefrei. Er wurde vom Ärzteteam neu eingestellt oder wurde komplett jetzt erstmal eingestellt und ist beschwerdefrei, kann gut trainieren, hat keine gesundheitlichen Probleme mehr. Und für ihn war das Glück, dass Corona kam, aus sportlicher Sicht. Das wäre dieses Jahr mit Olympischen Spielen sehr, sehr knapp geworden, ist aber jetzt schon wieder sehr, sehr gut und vielleicht mal im September doch nochmal einen Wettkampf machen. Also momentan sieht es gut aus. Marvin Schlegel und Manuel Sanders. Marvin Schlegel hat schon die magische Grenze, sag ich mal, für die deutschen 400-Meter-Sprinter von 46 Sekunden unterboten. Manuel Sanders ist ganz knapp drüber geblieben mit 46,11. Also das sind zwei sehr, sehr schnelle, die da sicherlich bei guten Bedingungen, wovon wir natürlich ausgehen, wahrscheinlich Bestzeiten laufen können. Samstag soll der schönste Tag der Woche sein. Ja, dann steht dem nichts entgegen. Also Samstag soll der schönste Tag der Woche sein. Nur Sonne und 25 Grad aufwärts. Perfekt. Soll ich noch was? Wenn du noch was sagen könntest, einfach zur Bedeutung des Wettkampfes. Ich meine, es sind momentan nicht allzu viele. Und dass wir vom Sprintteam diese Geschichte überhaupt auf die Beine stellen konnten. Unter welchen Bedingungen? Ja. Wie schwer es war, jetzt diesen Wettkampf auf die Beine zu stellen, haben, glaube ich, vor allem Corinna, Sven und ich die letzten Tage mitbekommen. Sven ist total am Rotieren, weil es einfach so viele extra Sachen gibt aufgrund der Corona-Auflagen. Man muss von jedem einen Anmeldebogen einsammeln, wo grundsätzlich es ist gerade noch im Prozess, ob alle Bahnen belegt werden dürfen. Laut hessischer Landesverordnung dürfen wir es machen. Wir wollen uns aber da auch ein bisschen an den DLV, am DLV orientieren und uns ein bisschen an Braunschweig orientieren, wie das dort stattfinden wird. Da sind wir mit dem DLV aktuell in Austausch und kriegen hoffentlich heute noch eine Rückmeldung dazu. Wobei, also ich weiß nicht, wie es anderen Sportlern geht, aber mir geht es so, ich darf mich mit dem Gedanken, dass Tokio nicht stattfindet, gar nicht auseinandersetzen. Also in meinem Kopf ist das fest verankert, nächstes Jahr Olympische Spiele in Tokio, weil ich glaube, sonst wird es im Training sehr schwer, sich zu motivieren und da weiterzumachen. Von daher steht das für mich jetzt erstmal außer Frage im Kopf. Was war die Frage noch? Ja, ach genau, die Übergangssaison. Na klar, der Anspruch sind immer schnelle Zeiten zu rennen, auch in diesem Jahr. Aber ich versuche in diesem Jahr einfach ein bisschen freier an die ganze Geschichte ranzugehen, eben, dass man nicht diesen Druck hat, okay, Lisa, du musst jetzt heute performen, weil in 4 Wochen der Quali-Zeitraum für Olympische Spiele oder Europameisterschaften rum sind, sondern einfach sehen, dass man einfach eine verdammt lange Zeit keine Wettkämpfe mehr gemacht hat, dass das alles kein Selbstläufer ist, trotzdem natürlich mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen in die Sache reingehen, weil ich habe gut trainiert und ich bin gut drauf, aber da halt eben einfach wieder den Spaß dran finden und die Sicherheit gewinnen, die eben für nächstes Jahr dann ganz wichtig ist. Ja, diese Sicherheit, im Wettkampf zu gewinnen, war ja auch das Problem der Hallensaison. Definitiv.
Also, ne, also natürlich sind 7,40er, 7,45er Zeiten nicht mein Anspruch, da im Vorlauf beim ISTAF rauszufliegen. Ich habe eine 7,12 stehen, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Da habe ich aber natürlich gemerkt, dass ich, man kann nicht erwarten, sich einfach nach 2 Jahren auf die Bahn zu stellen und zu erwarten, dass man da anknüpft, wo man aufgehört hat. In der Hallensaison, das war auch nochmal gesundheitlich ein ganz anderer Status, den ich heute habe. Also ich bin heute weitaus fitter und komplett schmerzfrei. Aber von daher, wie gesagt, es ist einfach ein Prozess, wo man über Wettkämpfe, Wettkämpfe, Wettkämpfe wieder reinkommen muss. Besser als Pull oder so. Nochmal Pull schlagen wäre schön. Nee, aber also ich sag's ganz offen, ich würde gern Bestzeiten laufen. Sowohl auf den 100 als auch auf den 200 Metern. Das ist so mein Ansporn. Klar, man möchte ja am liebsten mit 11,20 einsteigen am Wochenende. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Ich erinnere mich an 2017. Ich hatte absolut geniale Trainingswerte. Hatte in Flieden meinen ersten Wettkampf und bin zweimal 11,58 gerannt. Es waren perfekte Bedingungen und ne, zweimal 11,58. Eine Woche später renne ich in Weinheim 22,64 und in 11,02 mit 2,2 Rückenwind. Also Sprint ist manchmal unerklärlich. Deswegen versuche ich da recht locker an die Sache ranzugehen. Absolute Generalprobe vor den deutschen Meisterschaften. Das ist bei uns, glaube ich, Gina ist im Frauensprint, glaube ich, die Einzige, die fehlt. Also von daher sind wirklich alle am Start, die vermutlich auch bei deutschen Meisterschaften am Start sind. Ich meine, besser kann man nicht in eine Saison einsteigen. Und mit Sicherheit ist das natürlich ein Riesenfaktor, wenn du weißt, der Wettkampf hat Bedeutung, weil er eben hochkarätig besetzt ist und dass da einige am Start sind. Dann gehst du natürlich auch nochmal mit vielleicht 5% mehr Motivation und Ehrgeiz da rein, was natürlich dann die entscheidende Hundertstel auch sein kann. Ja, bin ich mal gespannt, aber ich denke, dass mir Lisa da zustimmen wird und man braucht einfach diesen Druck bei dem starken Konkurrenzfeld. Da performt man einfach am besten. Das ist, wie Lisa sagte, die Generalprobe vor den deutschen Meisterschaften jetzt mit fast dem identischen Feld, wie es dann wahrscheinlich bei den deutschen Meisterschaften auch sein wird. Da kann man schon von den Zeiten was erwarten, denke ich. Aber ich muss jetzt auch nicht komplett die Monate. Nee, muss ich jetzt auch nicht. Also war, wie gesagt, Elias hat es ganz schön zusammengefasst. Haben 6 Monate mal ein bisschen freestylen müssen. Das war dann okay. Waren dann aber auch froh, als wir wieder auf den Platz kamen. Zwischendrin war so ein bisschen motivational. Auch für mich, muss ich sagen, war das nicht so einfach. Und jetzt rollt es aber langsam wieder an. Da haben alle Bock und das macht jetzt schon wieder Spaß. Wo ich mich drauf freue, ist, dass sie endlich mal gegeneinander rennen. Weil in der Halle hat man das nicht, aber hier draußen im Freiluft hat man halt immer diese Windlotterie. Und ich merke selber, und das macht mich kirre, wie ich am Start stehe und einfach nur hoffe, dass der Wind, bevor die Jungs rennen, aus der richtigen Richtung kommt. Und jetzt am Wochenende ist es egal, wo der Wind herkommt, weil die sind eh alle in einem Lauf und müssen eh gegeneinander rennen. Und jetzt wird es mal wieder aufs Simpelste runtergebrochen. 1 gegen 1, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Und da freue ich mich drauf, dass wirklich mal unter gleichen Bedingungen alle gegeneinander laufen, weil die letzten Wochen war es immer, der rennt in Dresden mit Fabelbedingungen die und die Zeit, der rennt in Wetzlar unter Superbedingungen die und die Zeit. Jetzt wird es einfach mal wieder auf das Richtige runtergebrochen. Man sieht einfach, was die Athleten im direkten Vergleich gegeneinander drauf haben. In Chiemo haben letztens alle wieder getroffen, wo man schon mal eine Woche lang auch zusammen trainiert hat, sich austauschen konnte und da natürlich alle auch erzählt haben, wie sie die Corona-Zeit überbrückt haben, wie sie drauf sind, wie es mit der Motivation her war. Haben die so erzählt? Ja, auch ganz individuell. Für die eine Hälfte war es genau wie für mich ein Geschenk, dass dieses Jahr Olympische Spiele ausfallen. Andere hatten mehr mit zu kämpfen. Also auch super subjektiv und individuell bei den einzelnen Athleten.